Ja, hallo zusammen, seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes, Trails in the Sky, in Valeria Shore, immer noch. Es dämmert so ganz langsam und wir sollen uns jetzt hier wieder einfinden, weil wir drin mit Shira und Olivier zum Abendessen verabredet sind. Und wir planen, diese ominösen Gestalten, die hier vor 2 Tagen gesichtet worden sind, in der Nacht auf frischer Tat zu ertappen und die zur Rede zu stellen, denn ein Fischer hatte sie beobachtet und wir wollen da genaueres wissen. Help a fellow out, I'm begging you. I can't take another drink. Guck mal, seine Augen. Okay. Das ist die 2 Hacke dicht. Guck mal, die ganzen Flaschen auf dem Boden sehe ich ja jetzt erst. Das wundert mich nicht. Die haben ja schon mittags angefangen zu saufen. Wow, I think I've just reconsidered my opinion of you, Olivier. It's pretty rare for anyone to still be conscious after a night of wine with Shira. Und er wollte ja sie ursprünglich abfüllen. Aber guck mal, sie hat auch schon einen im Tee, das sieht man. Aber sie ist, glaube ich, nicht so fertig wie Olivier. Well, didn't the two of you come at a good time? How about having a drink together? You're both good for that, right? We're going to eat dinner now, so the answer is no. Come on, you two. When I say let's drink, we drink. You're going to make me very angry if you don't sit down for a glass with me. Also, Olivier zu nichts mehr zu gebrauchen ist, kann ich das verstehen, dass sie jetzt neue Genossen braucht. Aber ganz ehrlich, wie wollen wir denn nachts unserer Mission nachgehen, wenn die beide völlig blau sind? Oh great, she's already reached stage 2, rage mode. Don't worry, Shira. Olivier said he's good for another couple rounds. How about having him keep you company? Gute Strategie. What? So you can still drink more, can you? Ich glaube, der ist so fertig, der tut mir gerade ein bisschen leid. Eek. Joshua, how could you just give me to her like that? I can't. Don't you feel sorry for the poor guy? I don't know, should I? You're a little... You're like a little demon and cute at the same time, too. At least the fish are polite here. Was? At least the fish are polite here, Heek? Ah, okay. I guess he'll be just fine. How about we sit at the counter? At the counter. I hate to bother the two of them. Right, good idea. Oh mein Gott, wer hätte gedacht, dass Estelle und Joshua jemals die Vernünftigsten in der Gruppe sein würden? Please, Shira, I'm pleading with you. You and the fish don't power me another glass. Ich glaube, sie kennt keine Gnade, da hat man es gerade gehört. Mal gucken, wann er das nächste Mal Bock auf seinen ach so geliebten Chardonnay bekommt. Ich glaube, der wird jetzt erstmal gut verkatert sein am nächsten Morgen. Aber hier brauchen wir jetzt eigentlich alle Aufmerksamkeit. Oha, okay, ich glaube, Olivier wird uns nicht mehr zur Verfügung stehen. Oh, he's totally plastered. It looks like even a guy who takes his sweet time for everything couldn't stand up to a drunken Shira. This is so geil. Oh wow, what a night of drinking. I've been so busy lately, I haven't been able to enjoy myself like this for a while. Ist sie jetzt wieder ausgenüchtert? And you're not even red in the face either from all that alcohol. Are you sure you haven't had some special kind of training, Shira? Ich glaube, sie trainiert jeden Tag. Das habe ich jetzt nicht laut gesagt. It could have been all the bizarre liquors I drank while I was in the troop. You know, like the ones with scorpions and asps in them. I might have built up my resistance that way, but who knows? Somehow I don't drink that, I don't drink. Jetzt bin ich selber schon voll besoffen und kann nicht mehr lesen. I don't think that that's the case. By the way, what do you plan on doing with him? He's pretty much useless as he is. Let's just let him sleep. He looks so peaceful now, and we wouldn't want to disturb him. There's a very high possibility that we have a direct encounter with the Sky Bandits tonight. And getting a civilian wrapped up in the middle of it all wouldn't be a good idea. Oh, schade, ich wollte, dass er mitkommt. Don't tell me you got Olivier drunk, so he wouldn't be able to come along, didn't you? Ah, war das wirklich Absicht? Also Estelle hat gerade für sich erkannt, dass Shira ihn vielleicht mit Absicht abgefüllt hat, damit er safe bleibt und jetzt hier bei der nächsten Mission nicht dabei ist. Well,
Of course I did, and he'll thank me in the long run too, after his raging hangover anyway. And so that whole time, you were just toying with him, weren't you? Let's see, it's getting late. Let's hurry up and begin our stakeout around the inn. Don't skirt around the issue, She-Ra. Quiet, you. For the time being, we're going to circle up to the far pier. Understood. All right, then, let's go. Ich meine, eigentlich dürfte das ja Joshua und Estelle auch nicht missfallen. Denn er ist halt kein Kämpfer wie wir, sage ich mal. Kein Bracer, ne? Dass ihm da was zustößt, das ist gar nicht so unwahrscheinlich. She-Ra, please, I can take another. Ich glaube, der wird jetzt erstmal schöne Suff-Albträume haben. Aber das geschieht ihm ja fast ein bisschen recht. Ich meine, ich bin in meinem Leben auch das ein oder andere Mal schon verkatert gewesen. Aber ja, das hatte dann immer zur Folge, dass ich ein paar Wochen komplett resistent geblieben bin. So, hier brauche ich ja jetzt erstmal nichts. Die Frage ist, achso, wir müssen zum Pier. Warte mal, vom Balkon springen möchte ich jetzt eigentlich nicht. Was ist hier so los? Du schläfst gar nicht? Are you going out? If you're going to fish at night, you're going to need an augment light or you won't be able to see. Okay, kann ich ernsthaft hier nachts auch fischen gehen? Ach, guck mal, sie ist auch noch auf. The gentleman with you seems to have drunk a lot. Is he going to be alright? If you would like, I can bring you some water. Ah, ich glaube, der muss sich jetzt erstmal so ein bisschen auskummern, aber lieb, dass sie so aufmerksam sind. So, jetzt ist die große Frage, kann ich hier wieder angeln? Nö. Mich hat gerade irritiert, dass er uns den Hinweis gegeben hat, dass wir Beleuchtung brauchen, um hier angeln zu können in der Nacht. Aber die Musik ist schön. Hat irgendwie was Beruhigendes, auch wenn ich so ein bisschen befürchte, dass das die Ruhe vor dem Sturm sein könnte. I don't see anyone. I don't know what kind of business those siblings could have here, but do you think they'll really show up? There's no guarantee, of course, but if Lloyd's information has any truth to it, my best guess is that they'll be here. However, if we move around too much, there's a possibility we'll be seen and they'll take off. Since the Skybenders are supposed to come from the road, it might be a good idea to watch the area. Right, so where should we watch from? We need a place where we can see the road without being noticed ourselves. A place like that would be ideal. Ja, ich dachte gerade, ich habe da schon wieder einen Fehler eingebaut, aber nee. So, ja, ich weiß nicht, vielleicht vom Balkon aus oben? Ich weiß nicht, so viele Ecken haben wir ja jetzt hier nicht zur Auswahl. Also wir sollen jetzt einen Spot suchen, von dem aus wir gut beobachten können, aber selbst nicht gesehen werden. Hm, bin mir nicht sicher, also... Wir müssen ja die Road beobachten können. Das muss ja von oben sein. Weil ansonsten haben wir ja nirgendwo einen wirklich guten Überblick. Ich gehe mal zu dem Balkon hier draußen hin. Irgendwo hier wird wahrscheinlich der richtige Spot sein, oder? Nee? Jetzt hier, so auf der Seite. Jawohl, genau. Hey, what's that? Ah, da kommen sie. Ja, Kyle und Josette, ne? Well, it looks like we're a little early, huh? Yeah, it seems that way. You know, if this were the middle of the day, we could have gotten ourselves a bite to eat on the way. Quit talking nonsense. We're outlaws, remember? Now let's hurry up and get moving. Wait for me, Kyle. Es ging gerade selber weg. Ich habe auch voll die gleiche Haarfarbe. Soll mir das irgendwas sagen? Vielleicht sind die am Ende auch... Ach, das sind doch Siblings, hieß es doch, ne? Die sind tatsächlich Geschwister. I should have known... It would be them. It looks like they're headed for the far pier. I wonder what they intend to do. Shall we take a look and find out? Let's try to get as close as we can without being noticed. Ich habe mir jetzt gerade an der Tür geklingelt, bin mir aber nicht ganz sicher. Manchmal höre ich Geräusche. Nee, aber ich will dann immer nicht so laut reden, weil ich keinen Bock habe, dass die dann anfangen, so richtig penetrant zu klingeln, wenn sie merken, dass jemand da ist. So, was wollen die hier überhaupt? Wissen wir das? Ich glaube, das wurde so konkret noch gar nicht benannt, ne? I should have figured they wouldn't be here yet. They always come exactly on time. I really hate those guys. They act like they're so superior, and to be honest, they're kind of scary. No doubt about that. They are quite a clandestine bunch. Bunch, nicht brunch. But there's not much we can do about it. This is an order from Don. Don? This seems to be a good place. Yeah, we can hear every word they're saying too. Sehr gut. Hey, Kyle.
Don't you think Don's been acting a bit strange recently? It's not just like him, if you ask me, you know, the whole hijacking of airliners thing. While I admit it was lucrative, now we've got the army clamping down on us full scale. Not to mention those annoying braces are now involved. And he's gone and taken hostages and demanded a ransom in return. No matter how I think about it, it seems like Don has gone way overboard this time. In the end, you'll always be just a girl. Deep down, you're just not cut out to run with a bad crowd. Excuse me? Okay, maybe not the best wording, but I meant it as a compliment. If things are getting too tough for you, you're always welcome to try salvaging a life back home. It shouldn't be too hard to get by, as long as you don't set your sights too high. Ist gerade ganz interessant, worüber die reden, weil der Chef des Ganzen, Don, für den soll das eher unüblich gewesen sein, meinte gerade Josette, so eine, ja, so eine Kidnapping-Hijacking-Geschichte und sie soll angeblich nicht so ganz böse sein, die Josette, und Kyle legt ihr gerade nahe, dass wenn es ihr zu heftig wird, dass es ihr jederzeit frei steht, sich auszuklinken und wieder nach Hause zurückzukehren. Vielleicht ist Josette ja im Grunde ihres Herzens ein guter Mensch, wer weiß. Wir kennen ja die ganzen Hintergründe so noch nicht. Although admittedly, it is a bit colder than Libel. Do you think you can just treat me like a kid and I'm not going to get angry? I'd like to see you get by without me. What with your crap cooking and all, not to mention the laundry. Okay, streiten die sich ernsthaft über Kochen und Wäsche waschen und so und wer ohne wen nicht auskommt? Do you really want to go back to burnt toast and turning your underwear inside out? Ich glaube nicht. Ach, warte mal, Siblings heißt doch, das heißt doch Eheleute und nicht Geschwister. Ich glaube, ich habe schon wieder voll die Rotze erzählt. Warte mal kurz. Nee, Siblings sind Geschwister. Okay, also wird sie dann als große Schwester wahrscheinlich immer sich um ihn gekümmert haben, weil die Eltern verstorben ist. Ich weiß nicht, ob das bei der letzten Begegnung schon genauer umrissen wurde. Da muss ich leider wieder passen, was mein Gedächtnis angeht. Auf jeden Fall sind die Geschwister, ja, meine erste Übersetzung war die richtige. Und ich bin gerade nur so irritiert gewesen, weil ich finde, die klingen gerade wie so ein altes Ehepaar. Ja, deswegen muss ich jetzt hier nochmal nachgucken. Okay, I see your point and I really am sick of toast burnt or otherwise. But anyway, think about what I said before. It gets too late to back out. Now getting back to what you said earlier, I do have to agree that Don has been acting pretty weird. Does he expect us to just keep fishing for ransom? We should take what we can get. And I'd like to believe that Don is smart enough to see that. Don't you think he started acting strange about the time that guy showed up? That's the only thing I can think of as to why he started acting like this. Yeah, he was the one who introduced us to those other guys too. He might have even gotten Don to buy into his ideas. Okay. Who is that guy and he? Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt. That's certainly a good question. Huh? What's that over there? Das hat jetzt aber nicht zufällig irgendwas mit Joshua zu tun, oder? Ich hoffe, ich denke in eine vollkommen falsche Richtung. Ich bin, ja, wie gesagt, Joshua wirft immer noch so viele Fragezeichen auf. What's what? It looks like whoever it was they were waiting for finally showed up. Ah. Die Musik ist echt ein bisschen creepy. Da schwingt so eine gewisse kriminelle Energie mit, will ich meinen. It looks like you made it. On time as usual, huh? If you could have come a little early for a change, or even late. Definitely not my type, that's for sure. Black-clad soldier. Ist das ein Mann? Was haben die denn da für komische Dinger vor ihrer Nase, vor ihren Augen? Say what you will, but we're trained to be punctual. Now, if that displeases you, then let me offer my sincerest apology. Okay, relax, I was just being sarcastic. Now I know you guys are definitely not the type I want to be around. Wer sind die und was wollen die? Enough already, we don't have time for that. Now, how about we get down to business? Have there been any other developments since last time?
Yes, in fact, Her Majesty has finally made a move. She intends to contribute to the ransom over to the ransom from her own assets. Seriously, we're going to get paid out of the Queen's own pocket? I guess we're pretty close to getting the money then, right? How about the Royal Army? Is there any indication that they figured out where our hideout is? Not yet, but it's only a matter of time until they do. We've received reports that members of the Bracer Guild are on the move as well. At any rate, on the morning of the payoff, you'll need to leave your hideout behind. Yeah, no problem there. We just happened to run into the temporary shelter by chance. Dawn shouldn't have any regrets about it either. There are way too many suspicious types involved in this, of hidden file. What do you want to do, Shira? Should we just storm in, shoot them all, let Ideos sort them out? Interessant. Estelle ist so typisch mit dem Kopf durch die Wand, oder? I've got a much better idea. A better idea? These two siblings appearing here means that the Sky Bandit's airship is parked somewhere nearby. There's not much we could do if they got away again, so how about we try taking that out first? I see, take away their means of escape, right? I'm down for that. How about you, Joshua? Joshua? Oh, right. Take out the airship first, right? Yeah, I think it's a good idea too. Schon wieder so Gedanken verloren. Irgendwas ist doch wieder komisch mit dem. What's wrong? Your face looks really tense all of a sudden. It's nothing. Yeah, I'm sure it's just my mind playing tricks on me. We don't have much time. We've got to get out onto the road and start looking for that airship before they finish their meeting. Okay, kann ich mir hier irgendwas vermasseln? Ja, ich weiß, dass ich jetzt eigentlich wieder zurück muss. We need to find that airship first. Let's head up the road and start searching for it. Okay. Also die wollen jetzt die Gunst der Stunde nutzen, weil sie vermuten, dass sich das entführte, also die Linde, das entführte Luftschiff hier irgendwo in der Nähe befindet. The party took to the road in search of the location of the airship. And? Okay. So they parked in front of the Amber Tower, huh? This is definitely the perfect place to land, since it's off the main road. Isn't the Amber Tower supposed to be just like the Esmeralda's Tower? Yes, it's one of the ancient ruins referred to as Tetracyclic Tower. Die Musik ist cool. Gefällt mir. So, what do you want to do, Shira? Should we subdue them? That's one way to go about things. But there's more than double their number. Since the last time we encountered them. Don't worry, even with twice as many guys, they're no match for us. So how about we take them all on at once? Estelle denkt immer genau wie ich. Ich würde jetzt auch eigentlich mich fürs Kämpfen aussprechen, aber ich glaube, wir werden uns jetzt hier irgendwie, weiß ich nicht, rumschleichen oder so. Man's voice. I don't know if that's the best way to go about things. Ah, oh, ja, volle Möhre falsch. Hätte ich's mir doch denken können, aber ich bin froh, ihn wiederzusehen. Sorry to keep you all waiting. Oh, Ollie! Leise, keep it down or they're going to hear you. Ich wollte gerade sagen. Well, isn't this a surprise? I can't believe you're standing here after the state you were in before. Your tolerance is impressive. Hey, who do you think you're talking to? Rather than miss a minute of your fair company, I dutifully puked my guts up and dumped. Okay, der hat sich übergeben. And dumped a bucket of cold water over my head. Voila, I was good to go. Das ist nur immer so einfach, wer. I don't know about that. I think I hear your liver screaming somewhere in there. That's some serious tenacity. Komisches Wort. Come on, I couldn't let you enjoy all the fun yourselves, right? I had just come out of the inn when I saw you guys hit the road, so I came running from behind to catch up with you. I guess I went a little too easy on you. Maybe I should have had you down all that brandy at once. Haha, warte mal ab, beim nächsten Mal wird sie sicherlich versuchen. You'd have put me to sleep for good if you'd done that, Shira.
But anyway, fighting the Sky Bandits here would lack finesse, don't you think? I don't think that's the issue here. No, I'm serious. Even if you subdued them all and managed to arrest the two siblings, there's still a chance they won't tell you where their hideout is, and they might even use the hostages as leverage to demand their release. Well, there's a risk involved with whatever course of action we take. Or a course. Oh, do you have a good plan on how we can avoid taking such a risk? Boy, do I ever. Listen up, everyone. Okay, but if you blow in my ear, I'm seriously going to punch your lights out. Ich glaube, er wird eher seinen Ton mäßigen. Wer hier niemand riskieren, außer als der, dass sie auf uns aufmerksam werden. Ah, da kommt zusammen, was zusammengehört. Kai, Josette, it's good to see you made it back. I didn't think you'd be gone so long. So, talks took longer than expected, huh? Yeah, but we're nearing an end with our negotiations. We also managed to get a great deal of information about what's going on with the Royal Army. So, what you're saying is? Yep, we'll be getting the ransom money within a few days. We'll finally be one step closer to making our dream a reality. Ah, we did it! Sweet! Cool it down, guys. It's a little too early to be getting excited yet. For the moment, we need to get back to the hideout and report to Dawn. Alright, everyone, pack up and let's get out of here. Roger that, alle das gleiche. Okay. The temperature outside is 69.8 degrees with 15% humidity. There is a south-southwest wind blowing at a speed of 12 arch. There are no overreactions in the surrounding area. It looks like the army isn't patrolling here. Activate the orbital engine and begin transmitting orbital energy to each section of the airship. Aye, sir. Orbital engine activated. Transmission of orbital energy to all sections underway. Orbital floater started. Orbital driver started. Stabilizers all green. Das sieht nach einem coolen Schiff aus irgendwie. Alright, lift off. Was mit unseren Leuten? Wollten die sich nicht an die Fersen heften? Aye, aye, Sir. Oder gucken wir uns jetzt einfach an, wie die hier wegdüsen. Die sehen aber irgendwie sehr interessant designt aus, die Airships, finde ich. Damit sind wir doch aber eigentlich kein Deut weiter, oder? Set the drive rate to 40% and maintain cruising speed. However, make sure that we can switch to better speed at any time. Aye, sir. It looks like we'll make it back before morning. Yeah, I'm ready for some serious shut eye myself, but I've got to report to Dawn first. Den Dawn, den haben wir bisher ja noch nicht gesehen, oder? Wir haben uns doch bestimmt hier irgendwie eingeschleust. Huh? Did you just hear something? No, I didn't hear anything. That's odd. I could have sworn it came from below deck. Ah. Komm her, Baby. Wir werden dir irgendwas Böses antun, wenn du dich uns näherst. Ah, guck mal, da ist so eine Aufladestation. Ist aber inaktiv, ne? Maybe it's just a mouse or something. I'll have to clean up the place when I can find some free time. Das ging gerade nochmal gut. Ah, konnte man sie von Anfang an erkennen? Ich hab sie irgendwie nicht gesehen, aber gut, ich habe ja auch immer so meine obligatorischen Tomaten auf den Augen. Tschüss, Nebelvalley. Oder hallo, Nebelvalley. Ja, diese Wand, die war so komisch, ich erinnere mich. Da standen wir davor. Sind wir da jetzt auch in der Nähe? Okay, wir wurden auf jeden Fall nicht erwischt, das ist schon mal gut. Ey, können wir dieses Ding jetzt nicht kapern? Weil alle sind raus, wir sind noch an Bord, wir könnten das Ding jetzt voll an uns reißen, oder? Boy, I am tired. Ever since we came here, my night and day have been completely reversed. We've just got to tough things out a little longer and then we can say goodbye to this horrible life. With Dawn as our leader, we can't go wrong. But don't you think Dawn's been acting a little strange lately? I mean, he's kind of scary to talk to these days. How about you knock that crap off?
If Kyle and Josette heard you talking like that, they'd beat you upside the head. But it's just that... I'm sure you're just tired from lack of sleep. Let's hurry and finish up here and get some rest. Gert's voice. You're welcome to take a rest now, if you'd like. Wer war das? Ach, das sind wir! You're those... You're too late. Ah, ich hoffe, die anderen bekommen das nicht mit, weil mit den beiden werden wir fertig. Aber ich würde es an deren Stelle wirklich jetzt in erster Linie darauf anlegen, das Luftschiff irgendwie zu kapern. Skybandit. A constituent member of the Capua household. Swings a dagger with a poison-laced blade. Keine Ahnung, ob wir gegen die schon mal so gekämpft haben. Ja, die vertragen ein bisschen was. Warte mal, sind die gegen irgendwas empfindlich? Eigentlich gegen so gut wie alle Zauber? Oh, können wir uns ja zunutze machen, oder? Schicken wir mal die beiden Jungs auf die eine Seite und die Mädels auf die andere. Ach, mir ist das eigentlich voll egal. Ich finde, der Fireboat, der sieht halt cooler aus als dieses Soul Blur. So, und hier können wir ein Airstrike mal probieren. Genau, die stehen ein bisschen weiter auseinander. Ich glaube, da macht das jetzt nicht so viel Sinn, mit Flächenangriffen um die Ecke zu kommen. Aber die stecken das wirklich nicht allzu gut weg. Das freut mich natürlich. Prost! Auch wenn ich das Gefühl habe, dass das so ein bisschen Vorgeplänkel ist. Also so ein bisschen Warm-up. Aber wir hatten ja auf dem Schiff die Möglichkeit, unsere Dings, also unsere Energie wieder zu füllen. Wenn in diesem komischen Lagerraum das Ding nicht nur als Deko platziert war. Wow, okay. Also Dings ist auf jeden Fall cool hier, die Erfahrungspunkte. Ich kann mich heute schon wieder total gewählt ausdrücken, ne? Phew, it looks like we were able to get in here without any trouble. I'm amazed that this little plan actually worked. I guess we all have you to thank this time. Aber warte mal, ich bin gerade ein bisschen irritiert, weil wir hatten noch eine Mission im Boot offen. Mit dem Ring. Ich habe den aber nicht gefunden, oder? Und wir haben noch offen diese andere Mission, von der ich hoffe, dass wir das auch regionsübergreifend abgeben können. Naja. But seriously, I was getting pretty nervous. I wasn't sure what we're going to do if we got caught stowing away. Well, even if we were discovered, we just have to take control of the airship. And we would have had an advantage fighting against this lot in those tight quarters. Superior numbers mean nothing without space to maneuver in. Olivier, so you thought that far ahead, taking all of these factors into account, huh? Not in a million years, are you kidding? I simply thought it would be fun to infiltrate an enemy base. I think we would have been better off if you said nothing at all. Wie Estelle in manchen Situationen echt noch, ich sag mal, reifer wirkt als Olivier. Das ist irgendwie ein interessanter Rollentausch manchmal. Give the poor guy a break. At least we were able to get in here without incident. Anyway, this looks like somewhere in the Nebel Valley. Yeah, the Nebel Valley? Like the one on the border of Bose and Roland? Well, that explains why it's so misty outside. And this is definitely terrain covered with extreme differences in height, which prevent the landing of any large aircraft. Aber ich frage mich trotzdem, was ist denn dann bei diesem Krone-Checkpoint gewesen? Ich hätte echt schwören können, dass wir da unser nächstes Gebiet betreten, aber okay. It looks like your guess was right, Shira. Yeah, well, it didn't seem to help us much in getting in here, but anyhow, we don't have time to be hanging around here. We need to subdue the Sky Bandits and ensure the safety of the hostages being held captive. And of course, your father Cassius too. Right. Understood. Oh, ich mag unsere Truppe irgendwie. Ist mir irgendwie jeder sympathisch, so auf seine Art und Weise. So, die Frage ist, was kann ich jetzt hier großartig tun? Ich möchte als erstes gerne versuchen, da nochmal raufzugehen. Jawohl. Scheint auf jeden Fall zu funktionieren. Wo kann ich draußen hier rumlaufen? Gibt's hier vielleicht noch irgendwas? Ey, komm, die müssen doch da drin mindestens einen Schatz irgendwie beherbergen, oder? Komme ich auch von der anderen Seite rein? Nee. Es gibt nur diese eine Tür hier. So, da unten war es nämlich ganz interessant, ne? Da will ich direkt mal gucken. Das Ding ist auch aktiv. Das ist super. Dann hätte ich ja im letzten Kampf die besten Zauber rauskloppen können.
Genau, einmal bitte resten. Ich meine, so viel haben wir jetzt nicht verloren, aber wenn wir schon umsonst bekommen, warum sollte man das ablehnen? So, gibt es hier sonst noch irgendetwas? Ich habe gerade ein Ausrufezeichen gesehen. Das ging aber von dieser Station aus, ne? Ja. So, hier vielleicht noch irgendwas? Nö. Ich habe in irgendeinem Kommentar gelesen, ich weiß nicht, ob das jetzt diese Ecke hier schon betrifft. Habe ich mir damals sogar auf meinen Notizzettel geschrieben, dass ich bei den Sky Bandits, wo ich dann irgendwann mal bin, einen Staubsauger genauer untersuchen soll. Ich habe hier aber bisher keinen gesehen. Also wird das wahrscheinlich noch nicht die Ecke gewesen sein, die gemeint war. Oder ich habe es schon ausgelassen. Aber ich konnte mich ja zuletzt auch nicht großartig im Skybandit-Terrain bewegen, sage ich mal. Komme ich da hoch? Nee, sieht nicht begehbar aus. Schade eigentlich. Ich werde jetzt hier nochmal kurz gucken. Sieht hier irgendwas nach Staubsauger aus? Irgendwie nicht, ne? Hier liegt irgendwas auf der Kiste, was so ein bisschen aussieht wie so eine Schrotflinte oder so. Vielleicht ist das auch einfach eine Angel. Ja, ich weiß, hier spricht total der Experte aus mir, ne? Wie man erkennen kann. So, wirklich viel gebracht hat uns das nicht, aber... Also das Ausrufezeichen war hierfür. Die Perspektive ist gerade sehr interessant, weil die so weit weg ist. Erinnert mich jetzt hier schon wieder ein bisschen an Diablo. Eigentlich jedes Mal. Ah, jetzt sind wir wieder in einem alten... alten Winkel unterwegs. Ah, hier gibt es auch ganz normale Gegner. Das ist interessant. Was ist das hier für ein Raum? Irgendwie sind die Wände komisch. Als würde ich mich in so einer alten Ruine befinden oder so. Ich glaube, diese Viecher sind neu. Gucken wir uns mal an. Am besten natürlich mit einem Preemptive. Wow, ja, hau mir doch gleich noch mehr davon um die Ohren. Ist okay. Gold Red. Shiny Golden Nocturnal Monster attacks by using Poison Filled Glance on its feet. Okay, also Gegner scheinen hier so ein bisschen giftig zu sein. Elder Owl. An aggressive avian monster. It circles mountainous regions by air in search of prey. Warte mal. Diese Viecher hinterlassen uns keine roten Seppels und die auch nicht. Irgendwie sind die immer noch total die Mangelware. So, warte mal, wer hat mehr Energie? 388 und 350. Okay, das nimmt sich jetzt nicht so viel. Und wogegen sind die empfindlich? Schon wieder Feuer. Okay, bei den Eulen geht auch Wasser klar. Boah, ich glaube, ich gucke mir erstmal an, wie viel Schaden ich so austeile. Guck mal, das geht doch. Brauche ich eigentlich gar nicht großartig hier mit Dings zu machen. Ich sag schon, mit Zaubern. Ach, schade. So, okay, warte, She-Ra wird jetzt hier den Sack zumachen. Müssen auch erstmal gucken, wer uns jetzt hier wirklich viel Damage austeilt und wer eher harmlos ist. Der müsste jetzt weg sein, jawohl. So, dann schießen wir mal auf Eulen. Ich liebe Eulen. Eulen sind neben Hunden echt irgendwie meine Lieblingstiere. Ich hoffe, dass die mir nicht böse Schaden und so austeilen werden, aber ich rechne gerade ehrlich gesagt fast damit. Ich glaube, She-Ra wird das Ding jetzt nicht down kriegen, oder? Ne, leider nicht. Ein Schlag fehlt noch. Ja, hallo erstmal. Direkt mit einem Critical in den Kampf starten. Das ist ja auch nett. Ich würde mal sagen, die Eulen sind gefährlicher, wenn sie denn treffen. Ja, obwohl. Das war gerade ein Critical am Anfang, deswegen so schlimm sind die, glaube ich, nicht. Und die vertragen auch nicht so wahnsinnig viel. Sie sehen auch nicht so... nicht so gut gepanzert aus wie die anderen Viecher. Ja, ich glaube, das geht klar. Mich ärgert halt nur, dass wir weiterhin keine roten Seppels hier rausbekommen. Das ist echt so ein bisschen deprimierend. Vielleicht auch ein bisschen mehr Stärke ab. So, komm. Einmal die Eule auspeitschen. Jawohl. Sehr schön. Haben wir hier schon irgendeinen angeknacksten? Ja, auch die Eule. Sehr gut. Okay. Relativ unspektakulär. Ich bin fast am Überlegen, auch weil ich glaube, dass das hier schon die... Obergrenze sein wird im Hinblick auf die Gegnermenge. Ob ich das nicht gleich rausschneiden soll? Spannend ist das jetzt nicht. Also irgendwann werden wahrscheinlich nur zwei oder drei davon auftauchen. Dann wird es noch unspektakulärer. Hm, muss ich mal gucken. Also ein, zwei Kämpfe werden wir uns noch zusammen anschauen und danach werde ich wieder munter lustig drauf losschneiden. Aber die Erfahrungspunkte sind sehr geil und die Seppels natürlich klar. Bei so vielen Viechern kommt das jetzt nicht so wirklich überraschend. So, hier oben haben wir hier auch eine Sackgasse. Jawohl.
Was soll das hier alles bedeuten? Ach, aber guck mal, die Gegner, die respawnen nicht. Ich wette, wir müssen irgendwann in die Räume nochmal zurückkommen. Der Boden, der sieht ja an manchen Stellen auch so ein bisschen anders aus. Ah, hier gibt es ein Kistchen, beziehungsweise mehr als ein. Eigentlich müsste Olivier doch voll schlecht werden, wenn er hier die ganzen Flaschen sieht, oder? Oder sind das Wasserflaschen? Achso, nee, die Kiste kann ich gar nicht öffnen. Irritiert mich manchmal immer noch. Weil diese Hintergrundkisten, die sehen, finde ich, immer genauso benutzbar aus wie die, die man tatsächlich öffnen kann. Oh, ich bin gerade so dankbar dafür, dass dieser Ort so... also Map kann ich nicht aufmachen. Dass dieser Ort so linear aufgebaut ist. Ich weiß, worauf das hinauslaufen könnte. Ich werde jetzt hier mal präventiv auf Nummer sicher gehen und das Ganze abspeichern. Wir wollen ja keine Risiken eingehen. Found Scorpion. Ich habe zuletzt auch irgendwas rausgeangelt, was ich mir noch gar nicht angeguckt habe in Valeria. The chest is already empty, you double dipper. Double dipper. Ist auch eine interessante Beleidigung. So, ja, bei Dipper muss ich irgendwie auch wieder direkt ans Essen denken. Ich weiß gar nicht warum. So, warte mal, was war denn das, was wir jetzt gefunden haben? Hier auf jeden Fall nichts. Ich glaube, bei ihr habe ich ja zuletzt auch nachgeguckt. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwo schon neue Waffen irgendwie habe. Da müsste ich am... Ja, guck mal. Scorpion ist eine Waffe für She-Ra. Das ist ja geil. Jetzt fehlt mir nur leider wieder die Beschreibung. Ich glaube, es hieß mal, wenn ich irgendwie speichern war, dass dann dieser Bug aufkommt, dass mir das nicht angezeigt wird. Ja, Tatsache. Ich muss einfach dann aus dem Menü raus und wieder rein. Alles klar. Das habe ich mir sogar gemerkt. Ich habe es mir nicht mal notiert, aber ich habe es mir gemerkt. A battle whip with a steel claw attached to the fall. Sehr geil. Warte mal, wie viel hat sie jetzt? 89. Sehr schön. Oh, ich freue mich jedes Mal so derbe, wenn wir neue Waffen bekommen. Ich wette, irgendwas, was ich da rausgeangelt habe, wird auch irgendwo hier zu finden sein. Da waren nämlich noch so ein paar Besonderheiten mit dabei. Eine neue Waffe für ihn haben wir leider nicht. Ne, keine Ahnung, was es mit den anderen Dingern auf sich hat. Aber nicht, dass da irgendein Orbment mit dabei war. Ne, das würde ich ja hier in der Auflistung sehen, ne? Ne, okay. Lassen wir es mal gut sein. Ich freue mich über die neue Waffe. Das heißt, She-Ra wird jetzt ein bisschen besser rumkloppen können. Bietet sich bei den Gegnern hier auch an. Weil ich hier nicht unbedingt auf Zauber angewiesen bin. Es gab hier bisher nicht mehrere Wege, oder? Ich habe nichts ausgelassen. Ich fühle mich gerade irgendwie so selbstbewusst, aber je länger ich drüber nachdenke, desto eher komme ich in Straucheln. Warum laggt das Spiel gerade so? Das nervt mich gerade dezent. EP-Charge, sehr geil. The chest is empty, makes you wanna cry, doesn't it? Eigentlich eher nicht. Also so schlimm ist es jetzt noch nicht bestellt. Wir sind ja jetzt auch nicht so in allergrößten Nöten. Scheiße, ist hier der richtige Weg. Warte mal, dann gucke ich mal erstmal hier oben. Aber voll wenig Gegner, oder? Das sieht auch so richtig aus. Nee, warte mal, da will ich erstmal lieber unten gucken. Lass hier bitte eine Sackgasse sein. Da ist noch eine fette Kiste. Warum laggt denn das Spiel jetzt so? Ich wollte den Part eh gleich beenden, aber komm. Ein, zwei Minuten wirst du ja wohl noch durchhalten, oder? Jeweled Ring. The chest is empty, how tragic. Jawohl. Wir haben aber immerhin was Gutes bekommen. Hoffe ich zumindest, dass das gut sein wird. Jeweled Ring. An expensive ring fitted with an... Was? Incandescent gem. Gem. Okay. Sieht auf den ersten Blick jetzt nicht so geil aus. Also klar, kleiner Defense Boost, aber dafür möchte ich nicht die Immunitäten aufgeben. Die Leute jetzt teilweise so haben. Ja, hier ist Tatsache eine Sackgasse, das ist gut. Und das sah vorhin hier auch so auffällig aus mit der einen Tür, mit der hölzernen. Ich wette, nein. Ich wollte gerade sagen, ich wette, da wird der richtige Weg sein. Hold on a second. I can hear someone talking on the other side of the door. It sounds like some of the grunts. Let's take care of them before we move on, so there are no surprises behind us later. Ich komme jetzt ansonsten hier nicht weiter. Okay. Alles klar. Gut, dann muss ich jetzt mal gucken, warum das hier so rumlegt. Obwohl, guck mal, jetzt wieder stabil. Keine Ahnung, was da im Hintergrund wieder abgeht. Scheint
nicht am Gebiet zu liegen. Ja, ihr Lieben, wir werden uns angucken, wer hier rumgrunzt hinter dieser Tür. In der nächsten Folge unsere Reise fortsetzen und mal schauen, was wir den Sky Bandits hier noch so entgegensetzen können. Ich danke auf jeden Fall erstmal fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut, ihr Lieben, und bis dann. Ciao!